ich jetzt. So, und dann kommen sie von hier oben runter. Oh ja, das ist kein Matsch, das ist Schaum. Und irgendwo kommen die ersten schon. Oh, da guck mal, muss ich mal rüberfilmen. Ich glaube, da, sie sieht schon so aus, als, oh ja, oh, schicki, schicki. Man sieht deutlich, dass schon Einsatz erfolgt ist. Da kommen die scheuen Rehe aus dem Wald. Gerade noch ihr Matschbad genommen. Ach, guck mal, die hat die Flügel dran. Weiße Flügel. Ja, man sieht nicht mehr viel von weiß, aber... Erwartungsfrohe Zuschauer. Wo sie so genau herkommen, ist noch unklar. Oh ja, danach sehen sie auch gut aus, Heike. Das scheint doch... Oh ja. Ja, da ist es auch richtig matschig. Da versinken sie fast drin, ja. Doch, wenn sie wieder rauskommen, dann sehen sie auch ziemlich matschig aus, kann man sagen. Freuen sich jetzt auf dieses Bottich hier. Komm Mädels, gib mir mal Mühe da. Ja, genau. Man muss da untertauchen, warum auch immer. Ja, genau, danach sieht es auch gut aus. Da endlich, jetzt kriegen wir ein bisschen Action. Sehe ich wenig Begeisterung. Ah, damit sich das auch lohnt. Ach, Mensch, herrliche Aufnahmen. So wird Schaum gemacht für die ganzen Mädels hier. Muss ich hier mal lassen. Das sind, glaube ich, die hier ist jetzt fast am schleimigsten aus dem Wald kommen. Oder? So sah noch keine Gruppe bis jetzt aus. Aber mit dem Riesen so muss ich mal erstmal gucken, dass ich überhaupt treffe. Oh, sie geht ziemlich aufrecht durch. Ich hab keine Lust in den Matsch. Die hat sich aber noch ziemlich wenig eingematscht bis jetzt, ne? Ihre Kollegin ist besser. Die ist schon ziemlich durch. Wo ist doch mit Anleitung hier? Oder bleiben die Haare mal drin hängen? Ach, da muss eine drin. Ach, da sitzt ein Kind drin. Nee, doch. Da ist auch eine Läuferin drin. Eine Läuferin? Ja. Ah ja. Das faule Stück läuft nicht. Haben sie halt schon gemacht. Coole Station haben sie ja. Da vorne werden die Reifen dann aufsortiert. Könnten sehr hoch rollen, oder? Und die Läuferin da oben. Wieso sind die so kaputt? Na, jetzt kommen sie. Also man läuft hier wirklich mitten auf der Läuferstrecke, auch die Besucher. Könnt ihr einen wichtigen Beitrag leisten? Und das tun wir hier heute alle, und zwar gemeinsam. 11.03 Uhr. Stichwort, denn wir haben auch Russkis Deutschland e.V. mit dem Vater dabei. Ihr seid Muddy Angels. Was seid ihr? Muddy Angels! Muddy Angels!
Sehr gut, hervorragend. So, bevor es gleich losgeht, habe ich noch drei wichtige Sicherheitshinweise für euch. Hört gut zu. Das stand nicht drauf, nein. Oh, das ist auch nicht schlecht. Also ist Flotter fand ich auch nicht schlecht. Aber ich sehe noch keine. Ich weiß auch nicht, wegen Abstand die wirklich starten. Wie steht das so? Glaub nicht. Ich muss nochmal zählen, dass man da hinten als Einstieg schon über den Zaun muss. Das finde ich echt cool. Das heißt, wer teilnehmen will, muss erstmal da hinten über den Zaun kommen. Dann vorbeigehen ist nicht. Oh, jetzt habe ich auch schon gerade blaue drauf. Das könnte schon eine gewesen sein. Ich sehe das von hier nicht. So, jetzt gucke ich mal nach da hinten. So, ja, der eine oder andere muss hier noch über und dann rüber. Da oben, ne? Ja, meine ich ja. Das ist schon ganz schön mutig, was ihr macht. Schön, dass ihr auf jeden Fall hier mitlaufen werdet. Ich hätte schon mal stolz auf euch sein. Ich sehe das von hier nicht so. Ja, Mensch, Heide zieht ganz vorne. Aber runter will sie nicht wieder. Die fühlt sich wohl da hoch. Zu zweit? Ja, okay. Zu zweit ist einiger. Und wo sind die Teams? Die einzig waren. Ich hoffe, die kommen als Erste an, ne? Ich glaube nicht gegeben, ja. Doch, Team Matschmöpse muss vorne stand landen. Das ist ja wohl alles andere, geht da gar nicht. Wieso ist da immer noch keiner von den Blauen? Oh, das mit den Röckchen wäre cool. Ja, wird zwar nicht mehr hier ankommen, vermute ich, aber... Oh, Rosa ist auch viel. Ach so, die wollen das Feld von hinten aufrollen, deswegen... Die haben sie auch wirklich ordentlich voll gemacht hier. Ja. Ja. Die müssen auch unter die Gitter durch. Nochmal so richtig schön durch den Matsch zum Abschluss. Ja. Man sieht so ab und zu sieht man die Finger oben so rausgucken. Siehst du das? Kommt zu die Endfahrt. Die alles gegeben und jetzt ist es flach. Aber so richtig flach. Aber das darf sie auch sein. Nach 5 Kilometern durch Matsch darf man auch mal ein bisschen schwächeln. Mein Gott, noch mal, lass sie doch einfach in Ruhe ein bisschen sitzen, dann geht es ihr immer besser. Schon gehofft, so voll gesifft wie die sind, dass sie das sind, aber... Nee. Sie haben ja angedroht, Letzte werden zu wollen und sie scheinen diesen Platz erfolgreich zu verteidigen. Nee, das sind sie auch nicht. Erkennen tut man es ja nicht wirklich, ne? Sehr schön. Da oben sind sie aber auch noch nicht, das sind nur 3 oder 4. Gut, vielleicht sind welche unterwegs verloren gegangen. Viele und langsam, das könnte unser Team sein. Ich muss noch mal gucken, ey. Ich kann es nicht mal auf dem Display erkennen. Aber von der Geschwindigkeit her könnte das passen. Bitte, Kamera auf den Kopf. Das wird witzig, wenn du da das danach anguckst. Ne? Sehr schön. Und, was habt ihr da draußen so erlebt?
Was? Herzlichen Glückwunsch, Ladies. Vorsicht. Nee, ist mir klar. Ich komme auch so schwer auf die letzten Meter. Oh, schon spannend. Und da ganz oben sehe ich auch noch die nächsten Schlamm-Ladies. Aber da werden sie auch mal gewaschen hier kurz vorm Ziel. Das Schlimmste ist, das Supporter-Team von den Mädels kommt sogar schon. Aber die Mädels selber sind immer noch nicht zu sehen. Da kommt schon so ein halber Podcast. Sehr schön jetzt zu sehen. Selbst die sind schneller als das Team, das gibt mir langsam zu denken. Oben drüber weg, aber das ist gerade irgendwo nochmal. 2 Stunden 45 wart ihr hier in dem Parcours unterwegs und jetzt habt ihr es geschafft. 2 Stunden 45 und die sind immer noch nicht da. Bevor. Und dann seid auch ihr im Ziel angekommen. Ja, kann noch ein Stündchen dauern. Hervorragend. Wir freuen uns auf euch. Ja. Aber die haben jetzt die Ruhe weg. Kaum 3 Stunden rum. Da kann man es kommen, ja. Einen richtigen Applaus hier gleich. Sie sagt es, die letzten Buddy Angels. Damit wir hier nochmal richtig jubeln können. Die letzten Buddy Angels kommen gleich ins Ziel. Und komm Mädels, tut doch wenigstens mal so, als ob ihr ein bisschen Geschwindigkeit auf. Guck mal, dahinter läuft schon tatsächlich, der passt auf, dass keine mehr zurückfällt. Hinten haben sie ihren eigenen Rausschmeißer. Die Angel raus, das ist schön, so muss das sein. Die Premiere vom Muddy Angel Run hier in Stadt Oldendorf. So, da hinten kommen sie raus. Großartiger Tag und der Tag ist aber nicht zu Ende. Aber gleich haben wir hier die letzten Läufe im Ziel. Das ist sie. Und das Schöne ist, wir haben hier gemeinsam Doch, das sehe ich sie. Gemacht. Wir hatten gemeinsam. Ach, du hörst